So, weiter geht's heute mit dem Duell mit dem VfB. Also, ich bin heute in Stuttgart. Wir gucken gerade mal rein, weil es um eine Stillstandsverhandlung. Ja, nein, nicht. Aber ich glaube, die hat schon mal die Nachricht bekommen. Weil ich ihn halt für eine gewisse Summe nur abgeben will, um halt Ersatz zu holen. Ich weiß nicht, wie es mit den Finanzen aussieht zur Winterpause. Jetzt kommen sie aber auch alle direkt hintereinander. Jetzt gibt es gegen Stuttgart. Und, so. Und dann kommt auch geht's gegen Augsburg weiter. Ja, das ist einfach jetzt mal ein bisschen nur Rotation. So, auf geht's. Weiter geht's mit dem Spiel gegen oder in Stuttgart. Na dann, geh mal rein. Ins Match. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Liebe Zuschauer, willkommen hier in der verregneten Mercedes-Benz-Arena, die der Austragungsort unserer heutigen Partie sein wird. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ein ganz toller Spieler, vor allem auch was sein Kopfballspiel angeht. Sein Timing ist klasse. So, auf geht's. Spielaufbau von Anfang an stören und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Genau so ist es. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Ja. Die Aufstellung hat sich nicht groß. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Nach dem Sieg gegen Bremen eigentlich die Rotation und nur die eine Änderung mehr. Jahn spielt als Sechser, weil Kolasinac hinten als Linksverteidiger gebraucht wird. Ja, Kolasinac, sein letztes Auswärtsspiel für Schalke. Der wird nämlich gehen nach dem letzten Winterpause. So, Marco Richter, letztes Spiel gar nicht gespielt, diesmal wieder rein. Erste Situation, erste Chance. Oh, gut gehalten von Gregor Kobel, der ja jetzt in Dortmund in der offiziellen, Saison spielen wird. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Sam Lammers. Der FC Schalke könnte heute wieder erfolgreich sein. Auf dem letzten Heimsieg. Als Werder mit dem Sieg, wären wir zumindest bis auf. Und wenn das so weiterläuft, auch richtig gute Chancen auf den Titel. Mit dem Sieg wären wir nämlich Herbstmeister. Kolasinac erstmal. Der wird dann wahrscheinlich nicht dabei sein mehr. Oder aber er wird noch dabei sein, aber wird halt dann noch die Saison verlassen. Gute Chance für eine Flanke. Schöne Flanke. Und dann Paulinho. Der das 1-1 gegen Bremen auch erzielt hat.
jetzt auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Genau so ist es. Ja, auf jeden Fall hat er so eine Chance genutzt. Die erste Chance der Schalker, die nutzen wir direkt mal. Und es steht dann 1:0. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nummer 4, die Nummer 10, Paulinho. Ah, mit dem haben wir auf jeden Fall einen Bombentransfer gemacht. Da. Ja, habe ich schon mit Leverkusen damals geärgert, wo wir das Spiel gegen Leverkusen zu Hause 1:0 verloren haben. In der ersten Bundesliga-Saison, also quasi in der letzten Saison, da habe ich gedacht, den holst du jetzt für so viel Geld. Versuchst du den zu holen. Also eigentlich sind wir relativ gut da. Aber, naja, erstmal Lamas, der jetzt versucht gerade ein bisschen Power zu kriegen. Und weg damit. Und die Situation geklärt. Ja, der Kobel bleibt draußen. Ja, das aber Spiel in der Pre-Zero Arena. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, Hoffenheim wahrscheinlich. Ja, wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Für Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt gut für uns eigentlich. Vielen Dank für das Update. Lucas Alario. Einsatz hier. Alario kommt nicht rein momentan. Wolley, den Becker. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und Chance für die Gäste hier. Sieht man, vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Savic. Ja, Gian Paulinho. Paulinho 2:0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Aber gut, Gabal von mir, John, hier nach den da genau auf die Position zu spielen. Ja, in der Tat viel zu schnell. 16. Saisontor. Ja, hat auch schon wieder 3 gemacht in den letzten beiden Spielen. Das war, wo er nur im letzten auf der Bank saß. Sam Lammers. Latzer. Wille, ja. Wir haben hier den zweiten Treffer für Eintracht Frankfurt. Der neue Spielstand. Ah, kriegen wir den noch durch, ne? Es ist 2:0 übrigens für Eintracht. Für die Eintracht. Für diese Infos. Der Ballverlust. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt's ja. Ah, gut gelöst da. Gutes Ding von Paulinho, den da so rauszuspielen, aber. Abseits, abseits, abseits. Genau so ist es. Stuttgart hat natürlich in dieser Partie bislang die besseren Ballbesitzzahlen. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Genau so ist es. Und Stuttgart hat. Sie verlieren den Ball. Paulinho! Der haut das Ding sogar noch rein. Der Brasilianer macht den momentan übelsten Unterschied. Aber schön rausgespielt hier. Aufgepasst, gut gemacht. Okay, der geht, versucht irgendwie wieder durchzugehen. Und der löffelt das Ding einfach hinter den Hinfassen. 3:0 für die Gelsenkirchener. Ja, da war nichts so halb für den Keeper. Der passt einfach mal mit allen 3 Schüssen. Tor Nummer 17. Das als Zehner. Xaver Schlager. Woulet. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Solari. Da passt er auf. Ahnt hier diesen Pass. Ja, und dann ist sogar Halbzeit hier. Und wenn sie nicht 0:3 der Zwischenstand. Bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Und 3 Schüsse, 3 Tore.
Ja, mal gucken, was in der Winterpause für eine Mannschaft dazu. Also Kolasinac ist, wie gesagt, schon weg. Mal gucken, wer da so noch kommt. Also muss auf jeden Fall noch ein Sechser verpflichtet werden. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen was passieren. Weil Gosens soll kommen. Als Linksverteidiger. Aber ja, das muss mal gucken, was passiert. Sie suchen die Lücke. Na, guter Ball. Weg damit. Ja, John. Der Abschluss war nicht präzise genug. Falls überhaupt noch herkommt. Also 12, man soll die Schalke auf jeden Fall Linksverteidiger noch holen, geholt werden. Kolasinac. Ah, der hat ein bisschen ein Problem gerade. Dann geht es auswärts gegen den FC Bayern. Na, das ist ja im nächsten Spiel auf die Bayern. Ich freue mich drauf. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Es gibt Neuigkeiten. Power mit De Rosun. Tor ist gefallen. Ich gehe kurz ab an Studio. Wir haben hier da. Und jetzt die Chance. De Rosun, der wäre ja auch um einen Anime da gewesen. Knappe 86 Millionen hat Juve geboten. Bei der Summe wäre gesprächsbereit gewesen. Aber jetzt kommt er. 4-0 für die Gäste. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist nicht gut. Ja, deswegen wundere ich mich mal ab, was jetzt noch so passiert in der nächsten Saison. Und vor allem am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 4-0 ist wirklich eindeutig. Ja, gefühlt passten alle vier Tore, alle vier Schüsse. Ah, Glück gehabt. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Boulay, Ball fliegt hoch ein. Er blockt die Hereingabe ab. Und das gibt Ecke. Ja, man könnte überlegen, vielleicht mal noch einen Japaner zu holen mit Kubo, der ja bei Real ja relativ... Ja, man gewechselt ist aus Marketinggründen, würde ich sagen, fast. Aber mal gucken, was da kommt, was der bringt. Mal gucken. Also, wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch einiges passieren in der Winterpause. Weiterer Eckball für Sie. Aber nur um ein, zwei Spieler werden noch kommen. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gerade was als erste Prio hat auf jeden Fall mal die Linksverteidigerposition. Und jetzt der Schuss. Elfmeter, fuck you. Elfmeter, und es ist der Rose und der hält eigentlich zum 4-0. Ja, es ist ein klarer Elfer. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Elfmeter und Tor. Tor für den VfB, ein Geschenk. Der Ball schlägt unten im Eck ein. Den kannst du als Keeper nicht halten. So schießt man Elfmeter. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht Gleich gibt's eine Auswechslung. Ja, und plötzlich Schalke mit einem Fehler. Die Gelegenheit gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und der nächste, der. Abseits. Gleich wird hier ausgewechselt. Akpo Gummer. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als Becker zu tun bekommen. Da war die rechte Seite, ja, jetzt. Gegen den FC Augsburg im nächsten Spiel. Augsburg, der nächste Gegner übrigens. Und ich denke, das dürfte durchaus machbar sein. Vielleicht die Konterchance. Der Ball kommt hoch rein. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Kommt. Schade. So, dann kann ich jetzt gleich auch mal ein bisschen wechseln. Der hat sich ja eben beschwert, hat gesagt, ich möchte gerne mal spielen wieder. Warte mal, dann setze ich ihn vorne rein. Obwohl, ich kann ihn auch auf den Flügel setzen, dann setze ich Kalajdzic vorne rein. Der Ball ist weg. Paulinho. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Keine Abseits über uns, Richter. Jetzt vielleicht. Pass. Die Schalke mit dem Tor. Marco Richter, mal wieder. Aber schön auch gespielt. Hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat
Ja, Paulinho, 3 Tore. Minimum, ich habe eine Vorlage. Ich weiß gar nicht, ob er sogar den zweiten vorgelegt hat. Auf den Rosun. Dann hat er nämlich sogar alle 5 Tore vorbereitet. Also, schwere Aufgabe Werder Bremen zu Hause gelöst. Die haben echt wirklich gut gespielt. Das muss man einfach mal so an einer kompletten Neidlos und alles anerkennen. Das ist eine gute Truppe, die da zusammengewachsen ist. Über die Jahre. Dieser Ball kommt mal nicht an. Trotzdem, seine Passquote ist überragend heute. Und das macht er gut. Schenkt er den Rose und dem Kalajdzic sogar noch das Tor. Jawohl. 1:6. Gegen seinen Ex-Verein. Da kommt dieses Tor nochmal. Das war der Plan an der Sache, Alter. Dem mal zu schenken jetzt. Noch mal ein Doppelpack. Ein Doppelschlag hintereinander. Aber das ist auch sein Tor Nummer 8. Also Kalajdzic ist auch kein schlechter. Den hat man auf jeden Fall gut auf der, investiert auf der Bank. Entspannte Mienen auf dem Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So. Ja, ich freue mich schon. Ich hoffe, dass wir bei der nächsten FIFA die vierte Liga bekommen. Bekommen wir wahrscheinlich eh nicht. Und da müssen wir mal gucken, welcher Mannschaft wir in der dritten Liga starten. Gibt ja einige Möglichkeiten. Aber wie gesagt, schauen wir dann einfach mal. Falls überhaupt neuen FIFA, falls ich den neuen FIFA-Ableger kaufe. Dann sollte das passieren, dass mit Lok, wenn ich mit Lok starten, das ist ganz klar. Aber sollte es. Ah, zu schnell. Jetzt haben sie den Ball wieder. Komm, Pfeiffer, Fieri. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Jetzt sogar noch Einwurf von uns. Jetzt nochmal den Ein. Und dann pfeift er den Angriff weg. 6:1 der Auswärtssieg in Stuttgart. Hausaufgabe Stuttgart erledigt. So. Wenn man bedenkt, man hat eigentlich nur 5 Torschüsse gehabt. Gut, das eine Ding von Paulinho wahrscheinlich, der zählt nicht als Torschuss, weil der einfach irgendwo reingewurschtelt war. Aber er passte dann am Ende. Was hast du denn? Du hast gespielt, Kollege. Du hast gespielt, du bist eingewechselt worden, mein Freund. Aber alles gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind Herbstmeister und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit dem FC Augsburg. Und dann geht es auch irgendwann so langsam in Richtung Herbstmeisterschaft. Und dann müssen wir gucken, dass wir wahrscheinlich wieder ein bisschen an den Transfers schrauben. Naja, bis dahin und auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Und ja.